Der laute Herr im stillen Ort ist eine der nützlichsten Quests in A Bavarian Tale. Wie ihr dem Mann helft und wo ihr alles für die Quest findet, erkläre ich euch in diesem Video. Willkommen bei Bildner TV Gaming. Ich bin Daniel und ich zeige euch heute, wie ihr bei der Quest von diesem Plumpsklo gleich 8 Rezepte bekommt. In A Bavarian Tale totgeschwiegen könnt ihr viele unterschiedliche Quests im Dorf erledigen. Die Quest des Preußen im Plumpsklo ist dabei eine, die euch sehr viele Rezepte bringt und deshalb schon früh im Spiel sehr nützlich ist. Ihr könnt so Gegenstände bekommen, die euch später Fähigkeitsprüfungen erleichtern werden. Die Quest könnt ihr direkt am ersten Tag in Wolpertshofen machen, nachdem ihr mit dem Bürgermeister gesprochen habt. Ihr müsst dafür zu dem Bauernhof südlich auf der Karte. Ihr werdet dort schon beim Näherkommen einen Mann aus diesem Plumpsklo rufen hören. Beim Plumpsklo angekommen, trefft ihr auf Johann Ulrich Logemann. Um euch nicht die Story um den preußischen Kommandant vorwegzunehmen, erkläre ich euch jetzt nur, was ihr für die einzelnen Schritte braucht und wo ihr die Sachen findet, ohne euch die Dialoge dazwischen zu zeigen. Nach dem ersten Gespräch will der Mann ein Premium-Schuhpflegeset. Das Rezept habt ihr von ihm bekommen. Das Schmieröl dafür findet ihr auf dem Weg zum Dorf in der Kiste hinter dem Rupphaus. Weiter Richtung Dorfeingang findet ihr dann den Markt, wo der Knecht Friedel steht. Von diesem könnt ihr euch ein einfaches Schuhpflegeset und die 2 benötigten Leinenstoff kaufen. Wenn ihr zurück zum Plumpsklo geht, findet ihr auf dem daneben gelegenen Pfistnerhof auch eine Werkbank, um das Premium-Schuhpflegeset zu bauen. Als nächstes müsst ihr dem Preußen eine große Brotzeit bringen, deren Rezept ihr von der Quest erhalten habt. Ihr geht nach Westen über die Felder bis zum Waldrand. Von dort führt ein Weg in den Wald, dem ihr folgt, bis ihr an die Weide mit Kühen kommt. Dort biegt ihr direkt nach rechts in den Wald ab und findet so das Räuberlager. Dort knipst ihr den Räubern am besten direkt das Lamperl aus, um sie schnell aus dem Weg zu räumen. Sammelt dann die Gegenstände, die dort herumliegen, auf und öffnet auch die Kiste. Dann solltet ihr auch schon alles für die große Brotzeit haben und könnt zum Pfistnerhof zurückkehren, um sie herzustellen und Logemann zu geben. Als letztes braucht ihr ein Feinmechanik-Set, für das ihr das Rezept wieder vom Kommandant erhalten habt. Hierfür findet ihr die notwendigen Materialien in der Werkstatt am Fluss. Dort kommt ihr am leichtesten hin, wenn ihr zurück in das Dorf lauft, dort über den Vorplatz der Kirche geht und an der hinteren Treppe wieder runter, wo ihr die Werkstatt dann schließlich rechts neben der Straße findet. Das benötigte Zeug liegt wieder entweder einfach herum oder befindet sich in der Kiste am Haus, die ihr öffnen müsst. Stellt dann noch das Feinmechanik-Set her und sprecht wieder mit Logemann. Am besten nutzt ihr das Feinmechanik-Set direkt für die Fähigkeitsprüfung Geschick, die ihr in dem Dialog machen müsst. Das Set gibt euch nämlich einen Buff von +6 auf Geschick. Nach diesem Schritt habt ihr die Quest auch schon abgeschlossen. Damit seid ihr nun im Besitz einiger neuer Rezepte. Neben den Rezepten für das Premium-Schuhpflegeset, die große Brotzeit und das Feinmechanik-Set solltet ihr auch die Rezepte für Seife, den besonderen Glücksbringer, beruhigenden Tee, das Premium-Brillenpflegeset und die kleine Brotzeit erhalten haben. Ihr habt also gleich 8 Rezepte bekommen. Beim weiteren Spielen solltet ihr dann alles davon auch zumindest einmal craften, damit ihr die Gegenstände schon zur Hand habt, wenn ihr sie in einer späteren Fähigkeitsprüfung mal braucht. Übrigens, wenn ihr vorher eure Fähigkeiten schon etwas höher gesteigert habt, könnt ihr vom Preußen während der Quest auch immer wieder durch Würfeln Geld bekommen und euch das Feinmechanik-Set im letzten Schritt vielleicht sogar sparen. Wenn ihr jetzt noch mehr zu A Bavarian Tale totgeschwiegen wissen wollt, gibt es unser offizielles Lösungsbuch auf bildnerverlag.de, in dem ihr auch einen Walkthrough für das perfekte Ende des Spiels findet. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch ein Like, ein Abo und einen Kommentar dalasst. Bis zum nächsten Mal.